Ich bin aufgewachsen mit dieser Silhouette, den gedeckten Farben und dem Licht. Wie Dunwall, nur anders. Hab ich mich verändert? Oder sieht alles anders aus, wenn man keine Krone trägt? Welchen großartigen Plan sie auch haben mögen, Delilah. Sie haben mir diesen Ort auf kluge Weise gestohlen. Sie wussten, wen sie bestechen mussten und nahmen mir den stärksten Verbündeten. Meinen Vater. Aber sie kannten mich nicht. Sie sahen nur eine behütete Prinzessin. Sie dachten nicht, dass ich zurückschlage. Sie kennen mich nicht, Delilah. Noch nicht. Aber war es wirklich nötig, jeden zwischen Karnaka und Dunwall zu töten? Was Delilah geleistet hat, sich bei ihrer Herkunft den Thron zu schnappen. Da sind sie ja. Ich wollte mit ihnen reden. Zumindest ist die Situation mit dem Herzog erledigt. Vergessen wir dieses kleine Detail lieber nicht. Betrunkener Despot. Meine Wohnung ist bestimmt nicht mehr so, wie ich sie verlassen habe. Na gut, Tante Delilah. Sehen wir mal, wie es meinem Palast geht. Wenn das vorbei ist, besuche ich die Akademie der Naturphilosophie und schockiere meine Heimat. Die Zeit im Tower war wie in einem anderen Leben.
immer noch an Bord dieses knarrenden Dings, das Megan ein Schiff nennt. Anton Sokolov, eins der Erbauer mächtiger Schiffe, die dem bösartigen Meer trotzten und groß genug waren, um die Leviathane an Bord zu hieven, die wild zuckend ihr Blut auf den Decks verspritzten. Majestätische Schiffe, schnell, mit luxuriösen Kabinen, geeignet für eine Kaiserin. Wo sind diese Schiffe jetzt? Sie sind viel zu wichtig, als dass sie einen alten Mann wie mich befördern. Ich wurde von meinen eigenen Schöpfungen verlassen. Aber vielleicht soll es ja so sein. War ich nicht grausam, egoistisch? Vielleicht sollte man mich vergessen, auf den Müll werfen. Vielleicht sollte ich endlich sterben. Und vielleicht werde ich das auch, auf diesem letzten Abenteuer. Dann auf nach Dunmore. Mal sehen, was noch von mir übrig ist. Da wir jetzt hier sind, wissen Sie wohl, wohin es geht und was zu tun ist. Sie haben so viele getötet. Was ist da schon einer mehr? Wenn jemand es verdient, dann Delilah. Sie muss sich für so vieles verantworten. Mittlerweile misstraue ich solchen Worten wie verdienen. Wie schon gesagt, ich kenne sie von früher. Tief im Innern, schwer verwundet, doch gerissen. Und auf der Suche nach einem Ausweg. Mehr als alles andere konnte Delilah sich die Welt als besseren Ort vorstellen. Hätte man das doch nur für etwas weniger Kriminelles nutzen können. Es ist wohl zu spät, noch etwas zu bereuen. Reue ist keinem fremd. Ich bereue jetzt vor allem, dass ich keine Zeit mehr habe. Passen Sie auf sich auf. Auf Wiedersehen, Anton. Megan erwartet sie draußen an Deck. Sie wirkte so verschlossen. Noch mehr als sonst. Sie haben wohl das Bestmögliche getan. Oder zumindest werde ich das glauben. Viel Glück mit Delilah. Ich fürchte um das Reich, wenn sie versagen. Ich habe geschworen, nie wieder herzukommen. Und diesen Schwur nun schon zweimal für sie gebrochen. Was Delilah wohl denkt. Sie weiß bestimmt, dass es in Kanaka jetzt anders läuft. Verdient, was er bekam. Das hätte schon vor Jahren passieren müssen.
Früher fand ich mich auf den Dächern mit verbundenen Augen zurecht. Damit habe ich eine Menge Drinks von Leuten gewonnen. Megan, ich nehme das Beiboot. Ich will allein zum Dunwall Tower. In Ordnung. Aber wie genau töten Sie Delilah? Wenn Sie sie verschonen, rächt sie sich früher oder später. Ich tue, was notwendig ist. Niemand nimmt, was mir gehört. Zögern Sie aber bloß nicht. Delilah ist gefährlich. Machen Sie sich darum keine Sorgen. Nicht vergessen, die Bewohner der Stadt könnten viel erlitten haben, seit sie aus Dunwall vertrieben wurden. Verzweifelte Zeiten. Sie ist weg. Thank you.
könnte Samuel mich doch nur sehen. Sterblich sein. Sie lassen ihre Mutter in Vergessenheit geraten. Wissen Sie, wo meine Mutter liegt? In einem Kindersarg, ihre dünnen Beine unter dem Körper. Ich hatte kein Geld für eine richtige Beerdigung, aber mein Vater liegt in der Kaisergruft. Sie lügen. Sie können es immer noch nicht akzeptieren. Ihr Vater wurde als niemand geboren. Ich wohne im Herz ihrer Mutter. Mein Körper wandelt durch ihren zerfallenden Palast und schläft unter ihrer Decke. Eines hat mich Karnaka gelehrt. Man verdient nur dann den Thron, wenn man bereit ist, einen roten Teppich aus Blut davor auszurollen. Wir sehen uns schon bald. Dann sterben sie, Delilah.
Stadtwelt auseinander. Die Waren hierher liefern zu lassen. Aber da alle Läden im Bezirk zu sind, könnte das noch die beste Wahl sein. Sehen Sie sich um. Hier verschwand alles im Nichts. Kann nicht schaden, Munition auf Lager zu haben. Schwere Zeiten in Dunwall. Die neue Kaiserin und ihre Leute sind an der Macht. Ich habe immer im Orden gebetet, aber seit Tagen kam kein einziger Aufseher. Sehen. Ich hätte ein paar Pläne zur Verbesserung ihrer Sachen.
passen sie da draußen auf sich auf. Also, immerhin habe ich Arbeit, im Gegensatz zu ihm.